Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Rückblick von TNA Slammiversary 10 Jahre. TNA wurde 10 Jahre alt. Da gab es auch diesen wunderschönen Pay-Per-View. Also, die Show begann damit, dass Hulk Hogan kam. Er hat gesagt, es gab große Momente in der Geschichte der Company. Und Hulk Hogan wird die Show eben eröffnen und hat das Match angesetzt. Austin Aries und Samoa Joe. Aber es sollte diesmal um den Titel gehen. Eigentlich sollte es nicht um den Titel gehen, weil auch Samoa Joe nicht die Gewichtsklasse für den Titel erfüllt. Also er liegt über der Gewichtsklasse. Aber auf jeden Fall kam das Match. Es war ein schnelles, gutes Match. Samoa Joe hat mir richtig gut darin gefallen. Er wirkte sehr fit, sehr gut in Form, hat gute, schnelle Moves gezeigt. Und das Finish war ein recht schnelles Finish, aber auch glaubwürdig. Also Austin Aries hatte zwei starke Moves angesetzt und hat dann eben mit einem Brainbuster dicht gemacht. Und das war's dann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Match, was für mich eine komische Ansetzung war, weil ich habe beide irgendwie nicht so mehr gesehen bei TNA und war schon recht komisch. Nämlich Hernandez versus Kid Cash. War ein recht gutes Match. Aber halt irgendwie randommäßig fand ich es. Also, es war für mich ein Match, als würde ich gerade TNA Impact gucken. Man hatte keinerlei Bezug auf irgendwas. War einfach irgendwie nur zwei Heels, kann man sagen, treten gegeneinander an. Wo sich Hernandez da schon mehr so face-lastig verhalten hat. Hernandez hat gewonnen mit einem Top Rope Splash. Ja. War eigentlich ein gutes Match, könnte man aber auch bei TNA Impact bringen, bei normalen Ausgaben, ne? Dann gab es den Platz 3 der Greatest Moments, nämlich wie AJ Styles den X-Division Champion gewinnt. Das war, glaube ich, in ein 4-Way gegen Loki, Jerry Lynn und leider noch einen. Aber da weiß ich gerade den Namen nicht. Also, Entschuldigung, aber den weiß ich gerade leider nicht. Ja, auf jeden Fall gab es danach ein Tag Team Match. Garrett Bischoff und Devon besiegen Robbie E und Robbie T mit dem Spinebuster von Devon an Robbie E. War ein total belangloses Match. Fand es sehr nervig eigentlich. War eigentlich ganz okay, wo Devon reinkam, aber ich finde den Garrett Bischoff, der hat nichts im Ring zu suchen erstmal, der soll erstmal das Wrestling lernen. Nicht nur so die Wrestling Moves, die Griffs und so, sondern auch das Mic-Time, seine Ausstrahlung und das gewisse Etwas mit den Fans zu spielen, das kann er einfach nicht. Und während des Matches hat noch Madison Rayne da zugeguckt, aber hat auch irgendwie nichts mal so angedeutet oder ja gesagt, ja, das ist mein Mann oder so. War irgendwie blöd, weil ich hätte es da besser gefunden, wenn man da schon gezeigt hätte, ah, die ist mit denen zusammen. Weil irgendwie noch irgendwelche Fragezeichen noch bei Slammiversary zu bringen ist, recht blöd, finde ich. Weiß nicht. Man sollte da lieber die Dinge da zu Ende bringen oder ans Licht bringen und nicht noch mehr auf Geheimnis tun. Bis zum übernächsten Pay-Per-View oder jetzt schlimmerweise bis Impact. Ja, danach gab es das Number One Contender Match um den World Title. Mr. Anderson vs. Jeff Hardy vs. Rob Van Dam. Das Match war sehr gut, wie ich es fand. Hatte nette Team-Kombos. Ja, nette Team-Kombos. Es waren fast immer nur zwei Mann im Ring, also es gab nie so irgendwie so eine Verketterung, außer halt eben ein paar Team-Moves, aber
Sonst gab es eigentlich nicht so Spektakuläres. Hier hat man so seine Trademarks rausgeballert. Ja, und Mr. Anderson hat nach dem Mixcheck gewonnen gegen RVD. Das war eigentlich recht cool, weil Jeff Hardy hat erstmal RVD die Swanton Bomb gezeigt, also durchgeführt. Dann kam aber Mr. Anderson, hat erstmal den Chiri zur Seite geräumt, hat dann Jeff Hardy nach draußen katapultiert. Dann kam wieder Rob Van Dam, aber zur Besinnung, wollte dann Mr. Anderson in den Wardings Thunder reinbekommen. Aber er hat das so geil ausgenutzt, Mr. Anderson. Nämlich hat er mitten in Wardings Thunder, wo er die gerade springen wollte, zum Gegner, ist er aufgestanden und hat praktisch den Mixcheck dann gemacht. War ein sehr cooles Finish. Hat mir gefallen. Ja, dann war Crimson im Ring. Er hat es über Texas lustig gemacht, beleidigt. Die Ranger, die dummer Cowboys, und da dachte man schon, da kann doch ein gewisser Cowboy kommen, und ja, es kam James Storm. Ich hatte halb nicht mit Goldberg gerechnet, es hätte mich gefreut mit Goldberg, aber naja, das Leben ist kein Ponyhof und James Storm hat Crimson in ein eigenes Squash-Mess besiegt. Nach 2 Minuten ist die Streak von über 420 Tagen vorbei. Das an James Storm. Ich denke mal, das war mehr so eine Notlösung von TNA, weil sie keinen Plan für Crimson hatte, wie man die Streak jetzt sinnvoll einsetzen kann für welchen Wrestler oder ob man Crimson damit noch mehr stärken kann. Also, war nicht so toll. Ja, dann gab es den Greatest Moment 2. Nämlich Hulk Hogan und Eric Bischoff unterschreiben bei TNA. Beziehungsweise es wurde das Impact vom 10.04. so gezeigt. Mit der Band und so alles. Also ein schöner Greatest Moment, aber ich sehe das von AJ mehr auf die 2, kann man sagen. Für mich sogar auf die 1, weil ich bin persönlich ein AJ mag und da ist ja klar, dass ich sowas auf 1 sehe. Ja, dann kommen wir zur TNA Hall of Fame. Zuallererst, mich hat's irritiert, wo die ganzen TNA-Wrestler rauskamen, dass AJ und James Storm so in der Mitte standen. Da dachte ich schon, was geht jetzt ab? Kommt jetzt AJ in den Hall of Fame? Wird er für seine Arbeit wirklich jetzt sowas von belohnt? Aber nee, es war dann Sting. Dixie Carter hat die ganze Show praktisch moderiert. Dann kam ein schöner Hype-Clip von Sting, wo nochmal jeder Wrestler was so dazu sagen konnte und wie großartig Sting ist und so weiter. Dann kam Sting in den Ring. Dixie hat sich nochmal für ihn bedankt, dass er jedes Jahr wieder sagt, ja, ich nehme den nächsten Vertrag an, ich bin wieder für die Company da, ich helfe euch wieder und so weiter und so fort. Aber man konnte irgendwie an Stings Reaktion sehen, irgendwie ist das nicht so klar. Irgendwie denkt er sich, vielleicht hätte das lieber ein anderer verdient. Ich glaube, Sting war mit der Entscheidung nicht so ganz zufrieden. Oder wollte das vielleicht sogar nicht. Also, war ganz blöd. Und was ich dann sehr blöd fand, dass Dixie Carter noch auf den Main Event gehypt hat, wo Sting gegen Bobby Roode antritt. Weil ich finde, das sollte nicht so bei einer Hall of Fame Zeremonie sein. Man sollte da schon wirklich von Person zu Person sein und nicht noch das Wrestling, das Gimmick, die Match Stories noch so mit reinbringen. Weil das ist dann ein bisschen verwirrend, wenn dann ein Crimson doch noch ein Sting lobt, obwohl er hier ist. Das vermischt ist, so blöd finde ich, und was passt denn ist. Ich finde, Dixie Carter hätte, keine Ahnung, nach dem jetzt Knockouts-Match gesagt, Backstage zu Sting gesagt, ja, jetzt bin ich noch viel Glück und so, und du schaffst das, man, bist jetzt Hall of Famer oder sonst was. Bist jetzt der Heilige. Kein Ding. Ja, wie gesagt, TNA Knockout-Match.
Brooke Tessmacher besiegt Gail Kim per Roll-Up. Total unverdient. Also, es hätten für Miss Velvet oder Mickey es sein sollen, die Gail Kim entthronen, aber keine Brooke Tessmacher. Das ist für Miss No-Go. Sie kann für Miss noch weniger Wrestling eigentlich als Velvet Sky. Und hat für mich weniger Ausstrahlung. Sie hat einfach nur das Aussehen und das ist für mich ein Rückschritt von TNA. Das bringt doch schon mehr so zu WWE-like. Ich weiß, Velvet wird auch hauptsächlich auf ihr Aussehen beschränkt, aber sie hat doch gute Ausstrahlung, kann was am Mic und kann mit dem Publikum noch gut interagieren. Was für mich auch keine aus WWE so richtig können. Naja. Die haben auch nie so richtig Chance, nicht wahr? So, und jetzt haben wir ein Anything Goes Match. Joseph Park besiegt Bully Ray. Das Match war schon mehr so eine Art Segment. Es gab keine Match-Story, beziehungsweise es gab nur eine Match-Story, aber es gab kein Match, es gab keine Moves, es gab eigentlich nur ein paar Schläge, ein paar Stuhlschläge, Tendersticks, dann halt der Chokeslam am Ende. Aber es war eigentlich kein Match, es beruhte nur darauf, dass Bully Ray Joseph Park immer gebullied hat, also richtig schön gehänselt hat und so weiter, immer schon, ja, du kannst doch nichts und schlägt ihn immer weiter und so und dann wehrt sich Joseph Parks. Das gab's so zwei, drei Male. Dann auf einmal war ein Tisch in der Mitte, hat Bully Ray aufgestellt. Dann hat es der gute Parks unter den Ring versteckt, kam überraschenderweise der Abyss, hat Bully Ray dann einen Chokeslam verpasst, ist dann wieder unter den Ring gekommen, kam wieder der gute Parks und er hat gepinnt und das war's. Schöne Story, gute Idee, aber naja, irgendwie nicht so toll. Also, es war alles so plump, so billig gemacht und man hätte mir ein besseres Finish darbieten können, dann hätte ich es für gut befunden, weil das Match, beziehungsweise das Segment war gut, aber das Finish war Grütze. Also, da hätte mir jetzt dieses mit dem Licht aus, Licht an besser gefallen, wo es auch sehr billig dann gewesen wäre. Aber das wäre noch für mich ist besser gewesen als dieses unter dem Ring raus, wieder nächste rein. Das hat sowas wie Bella Twins und Hornswoggle, also nee. Gar nicht gut. Ja, dann kam Hulk Hogan wieder und er hat gesagt, ich habe eine Überraschung noch für euch. Ich habe für euch hier Christian Cage. Und dann kam wirklich Christian raus, aber es war für mich impactlos, also dass Hulk Hogan erstmal reinkam und so, jetzt kommt Christian Cage. Man hätte einfach nur die Musik einklingen lassen, weil es kommt ja eh dieser Countdown und das hätte für mich einen besseren Impact gehabt, wie ich finde. Also, das war unnötig, diese Ankündigung. Die hätte für mich sogar noch den, oh, jetzt kommt Christian Moment irgendwie ein bisschen runtergesetzt, weil jeder wusste es und man hätte es einfach so abspielen können. Also, war nicht so toll. Christian war dann im Ring, hat dann gesagt, dass hier geile Fans sind. Es haben sich einiges geändert, aber die Fans haben sich nichts geändert. Ihr seid die größten, die treuesten Fans. Und er hat dann den Platz 1 von den TNA Greatest Moments präsentiert. Die Rückkehr von Sting bei Final Resolution 2006. Christian war vermisst ein bisschen gelangweilt, desmotiviert. War aber geil, Christian wieder bei TNA zu sehen, aber irgendwie kam das Segment dann, also der Clip, und dann war Christian weg. Er hat doch irgendwie ohne was Schuss zu sagen oder so, oder ist das lustig, wenn da so eine kleine Andeutung, ja, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren wieder oder so. Hätte es irgendwie lustig gefunden, aber naja.
Mehr war wohl nicht drinne. Ja, dann kommen wir zu meinem Match of the Night. Nämlich Kurt Angle und AJ Styles versus Christopher Daniels und Kazarian. War ein sehr geiles Match. Hatte super geile Tag Team Storyline. Das heißt, mit den Ausgrenzen, dass einer ausgegrenzt wird. Dass es ein paar Ablenkungen vom Schiri gibt, wo der andere Tag Team Partner dann wieder was macht. Wo dann der Partner reinkommen will, vom Schiri abgehalten wird und dann wieder was Böses gemacht wird. Und erstmal war das eine sehr geile Story, wie ich es fand. Also ich liebe solche Match-Stories bei Tag-Teams. Und dann gab es, was ich sehr liebe, dieses schnelle aufeinanderfolgende Moves. Das gab es, glaube ich, 4-5 Minuten lang. Das war einfach geil. AJ Styles hat eine Shooting Star Press vom Springboard gemacht, also vom Seil, und war hot. War einfach hot. Dann der doppelte der doppelte German Suplex war geil. Es war alles so geil, fand ich. Dann hat Kurt Angle gewonnen via Submission, also mit dem Ankle Lock an Kazarian. War sehr dramatisch natürlich. Er konnte das Seil locker packen, aber er wollte doch noch tappen, der Kaz. War aber ein super Match, hat mir sehr sehr gefallen. Und für mich ist ganz klar Match of the Night, wenn nicht für mich gerade sogar Match of the Year Kandidat, weil wirklich AJ Styles und Kurt Angle sind Tag Team Champions. Und das allein schon ist für mich geil, weil ich liebe AJ, ich liebe Kurt. Sie sind für mich die besten Wrestler gerade bei TNA, mit Abstand. Beide sehr technisch versiert. Kurt finde ich ein bisschen mehr Technik. Also die Technik ist bei Kurt ein bisschen besser, aber bei AJ finde ich halt dieses High-Flying noch ein bisschen besser. Aber ein super Team. Könnte mir auch eine gute Story zwischen den beiden vorstellen, was vielleicht sogar irgendwann, in einem Jahr vielleicht sogar, mit der World Title Fehde endet. Dass zum Beispiel jetzt die beiden so ein krasses Team sind, so über ein Jahr sogar vielleicht sogar immer so, ja, ein eingeschaltetes Team sind, immer so gegen andere starke Teams antritt, immer so diesen Konkurrenzgedanken bei sich haben, dass so, ah, es muss jetzt mehr glänzen als der andere, aber ich darf ihn nicht enttäuschen, es muss Fair Player sein, ich muss mit meinem Tag den Partner eintaggen und so, also nicht so wie die normalen Partner-Storylines, wo sie das richtig so Rivalen sind und richtig so einander hassen und nicht taggen wollen, sondern richtig so wie normales Team, nur halt immer mit dem Gedanken, ich kann das doch besser, es wird hier das Maximum immer geben. Ich werde ihn in den Schatten stellen praktisch, ne? Da das schon ein bisschen Rivalen-Gedanken ist, aber halt faciges Rivalen-Denken mit normalen Eintaggen, Tag-Team-Moves und so, ne? Fände schon besser. Ja, dann haben wir den Main Event, Bobby Roode versus Sting. Das Match war, naja, halt ein Sting-Match. Nicht schlecht, aber auch kein Brüller, es war ein normales Match. Halt ein bisschen groß, weil World Title, Main Event und Sting Hall of Famer. Das Finish war für viele billig, aber für mich war es wiederum genial. Nämlich Sting hat Bobby Roode auf dem Kommentatorenpult in den Scorpion Deathlock. Er tappt, aber der Schiri sagt, nein, er muss im Ring tappen. Sting löst den Move und Bobby Roode nimmt das Sixpack von James Storm, was er da noch liegen gelassen hat. Und hat es ja mit zum Ring genommen. Er will auf Sting einschlagen mit einer Flasche. Wird auch von Sting abgehalten und der Schiri sieht das und denkt, oh nein, Sting, nimm die Flasche da weg und so. Und wird einmal von Sting angemeckert, legt die Flasche dahin und Sting denkt, ja okay, geht wieder in den Ring rein. Aber ein Sixpack hat ja normalerweise auch mehrere Flaschen. Also zieht Bobby Roode da die nächste Flasche in meinen Kopf. Schiri hat nichts gesehen. Wird gepinnt, der Stinger, und das Match ist vorbei.
Viele sagen, es ist recht billiges Finish, aber ich finde es wiederum genial, weil es die, die Story zwischen Bobby Roode und James Storm wieder ein bisschen in Erinnerung geholt hat und wieder so dasselbe Finish wie Bobby Roode auch seinen World Title gewonnen hat. Gab es da und ich finde es gut, weil jetzt hatte man schon wieder so die Fehde Bobby Roode und James Storm in Gedanken, die natürlich bei Bound for Glory ihren Höhepunkt bekommt und fürs Match war es ein blödes Finish, aber für die Weiterführung der Fäden eigentlich ein super geniales Finish. Aber nach dem Match, das ist das Dinger, na, es blutet jetzt. Jetzt geht das Ding mal so richtig ab. Ist total sauer, vermöbelt Bobby Roode nach Stress und Fahren und zeigt dann den Scorpion Death Drop von der Rampe in einen Tisch. Sagt er mal laut noch zu Bobby Roode am Ende, are you okay? Also, sie callen miteinander. Bisschen sehr laut, aber naja, das ist mir nicht so übel da. Wie ich es im Pay-Per-View bewerte? Es war ein sehr guter Pay-Per-View, könnte mir aber einen besseren vorgestellt haben für 10 Jahre TNA, aber ich fand den Rest unterhaltsam und gib ihn von den Schulnoten her eine 2. Also er hat mich durchweg unterhalten, es gab ein paar Lowlights mit dem Knockout-Match und dem Tag-Team-Match. Aber, naja, ich fand's eigentlich nicht schlimm. Und hat für mich den Gesamteindruck vom Pay-Per-View nicht so geschädigt. Klar, es hätte größer, besser sein können, aber, naja. Es hat TNA. TNA ist bei Pay-Per-Views, finde ich, nicht so richtig stark wie die WWE, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall eine 2. Finde super und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Sloyd.